Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Folge Imperium Galactic Survival. Ich krieg's manchmal, also wirklich. Gnomoria! Genau, Gnomoria! Moria! Gnomoria! Hast du eigentlich. Also, es sind jetzt alles T3er, ja? Mhm. Wo ist denn der zweite T1er dann? Noch auf der Basis. Ah, okay. Ich soll nur einen mitnehmen. Ja, ich hab halt einen mitgenommen. Ja, alles gut. Ach so, apropos, das ist schon mal. So, dann kann ich mal die ganzen Kabel und sowas hier wieder reinschmeißen. Mal die Fusion Cells back, ja, zurück in den. Und wir haben 11 Growing Plots hier drin. Mhm. Ja, ich kann ja mir mal 7 Stück rausnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Dann setze ich die mal in die Station rein. Aber wir haben halt noch nichts, was wir da anbauen können im Moment. Ja. Aber das ist ja nicht das Problem. Wir müssen einfach das nächste Mal bringen wir einfach Durians mit. Mhm. Und dann können wir hier Space Fries im Notfall anbauen, falls mal der Notfall eintreten sollte. Was ich ja nicht glaube, aber. Für den Fall das. Für den Fall das. Sehr gut. So. Zack. Ja, mega. Also, ich finde die Station echt niedlich. Also, gefällt mir so ganz gut. Und ehrlich gesagt, das macht mich richtig gespannt darauf, ehrlich gesagt, wie die größeren Versionen davon aussehen. Ja, das ist richtig. Also ich glaube, ich will zwar eigentlich unsere Hauptstation selber bauen, aber ich muss zugeben, ich bin gespannt darauf, dann nochmal vielleicht noch mehr von diesen Basen zu bauen, um zu gucken, dann, wie die dann aussehen. Ja, wir können ja auch noch gucken, ob wir irgendwie mal ein Blueprint aus dem Workshop finden oder so. Ja, irgendwas Interessantes vielleicht, ja. Genau. Können wir dann vorstellen. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja nichts, was wir dann selber geschaffen haben. Das heißt, das stellen wir dann nur vor. Ist dann halt wie Mod-Vorstellung im Endeffekt. Ja, ganz genau. Ja, ja, das können wir mal machen. Finde ich, ist eine gute Idee. Gut. Aber natürlich werden wir die Ressourcen trotzdem dafür im Spiel erarbeiten, finde ich. Aber das ist ja echt mit den Minern so gar kein Problem. Ja. Ehrlich gesagt, wir sollten vielleicht noch mal ein paar von den Kristallen einsammeln. Fällt mir dabei auf. Ich bin hier unten nämlich mal an ein paar Kristallen vorbeigerannt. Und da hinten stehen auch noch zwei Felder. Da renne ich auch mal noch mal rüber. Dann hole ich da nämlich auch noch mal ein paar Kristalle. Weil unser Pentax-Vorkommen ist dezent eingeschrumpft. Dezent, ja. Ganz dezent, ja. Kaum spürbar. Na, da also wir haben 20, glaube ich, im Tank. Und dann haben wir noch irgendwie 17 oder 15 oder so im Cargo. Also echt nicht mehr so viel. Aber Pentax scheint jetzt anders zu stacken. Und auch die blauen Kristalle stacken jetzt deutlich höher. Vorher war das ja 10, ne? Du hattest ja dann immer so 10er Stacks von den blauen Kristallen dabei. Ja. Ich habe jetzt schon einen 26er Stack. Hm, das scheint natürlich zu funktionieren oder ist nichts kaputt? Hm? Lass mich mal. Naja, ich habe mal so ein Fairbay gebaut. Aber ich weiß nicht, ob das auch Capital Chips repariert. Das, was du auf eine Station baust, das kann auch Capital Chips reparieren. Aber ich weiß nicht, wie er das macht. Wo hast du denn das jetzt hingestellt? Direkt unter der Landeplattform quasi. Okay. So hätte ich das jetzt eigentlich auch gemacht. Ich habe nämlich sogar noch eine Repair Bay dabei, weil ich das ausprobieren wollte, um mich daran zu erinnern, habe ich es im Inventar. Habe es trotzdem vergessen. Ich habe jetzt eine Fläche auf dem Schiff beschädigt, hier oben. Mhm.
So, muss ich die vielleicht umstellen? Nee, ist schon HS. Du hast da reingucken können? Also irgendwie finde ich die Oberfläche von der ein bisschen schade. Ja. Aber passieren tut Aber die ist nichts jetzt mit in die dem. richtige Richtung auch ausgerichtet, ja? Hoffe es. Aha. Okay. Also man kann auch nur eine setzen. Das ist interessant. Ja, das muss richtig sein. Also aktiv ist sie. Muss ja mit der Basis verbinden, hast du schon gemacht? Das ist mit der Basis alles verbunden. Das sollte nicht das Problem sein. Das Einzige vielleicht mit dem Schiff nochmal wegfliegen und dann wieder hinfliegen oder sowas. Okay. Das probiere ich mal. Ich heb mal kurz ab. So. Moment. Passiert noch nichts soweit. Huch. Ich kann nicht tiefer. Nö. Ich kann nicht tiefer. Da gehen wir ein bisschen zurück, würde ich sagen. Der nimmt wohl relativ viel Platz ein, sage ich jetzt mal. Warte, ich mach den mal weg und pack den mal in den Boden wieder rein, wie ich es vorher auch hatte. Okay, er ist im So. Boden drinne. Er ist mit der Basis verbunden. Okay. Also, Reparieren tut er das trotzdem nicht. Finde ich. tatsächlich steht das Schiff auch nicht auf dem Boden, ne? Ja. Rettig. Also, Ja. das schwebt. Und ich würde sagen, das liegt an dem Ding. Warte mal. Lass mich kurz das mal probieren. Bei mir steht's jetzt. Nee, du schwebst trotzdem ein bisschen. Pass mal auf, ich nehme das auch nochmal weg. Nee, bei mir stehe ich tatsächlich richtig, also außer vorne. Also, du schwebst auf allen Kufen leicht. Na, nee, vorne schwebe ich. Geh mal jetzt nochmal runter. Ich gehe runter, aber ich schwebe vorne. Das Dann Problem heb ist, mal vorne kurz ist. ab und geh dann nochmal runter, bitte. Das Problem ist, vorne ist einfach zu viel Stein. Das wäre natürlich möglich. Das wäre natürlich möglich. Ja, der ist halt richtig schön gerufen. Warte mal, dann baue ich. So. Ja, das ist besser. So, warte mal, dann probiere ich noch mal was. Ob wir jetzt, wenn wir. Aber das Docking findet ja eigentlich automatisch statt und das passiert nicht. Das hat aber noch nie gedockt, das Schiff. Ich glaube, auf einem Capital müsste es andocken, aber ich glaube, das geht halt nicht auf Basen. So, dann könnten wir noch probieren. Mal gucken. Was? Das Schiff hat sich gerade hinten zur Seite gelehnt durch den Block. Nicht? Ja, das hat schön einen Schlag bekommen.
Ah, jetzt wird's repariert. Ja, jetzt höre ich hier was. Ja, also jetzt macht's was. Und vorbei. Ja, das sollten wir uns dann zu Hause auch tatsächlich hinbauen. Also, du musst es... Ja, ach so, jetzt haben was? Wir auch wirklich 100% Health. Also, tatsächlich interessiert den auch nicht die Entfernung zu dem, was defekt ist. Anscheinend. Okay. Der repariert alles am Schiff. Wie ist das jetzt passiert? Keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall sehr cool. Es hat einfach auf einmal angefangen. Keine Ahnung, was du im Schiff... Du hattest den doch nochmal umbewegt, oder? Kann sein. Aber eher unfreiwillig. Ich dachte jetzt eben, vielleicht muss der Chor darüber sein, aber der Chor ist weit davon entfernt. Ja. Probier es auch nochmal. Also jetzt hat das Schiff eine leichte Beschädigung. Und zwar auf der ganz anderen Seite von der Medic Bay. So, ich fliege mal wirklich aus der Reichweite raus und lande wieder. Okay, passiert nichts, aber schalt mal den Strom aus. Ja, Strom ist aus. Der Strom bei den Dingern muss aus sein, damit es funktioniert. Ja. Jetzt ist der Strom wieder an. 100%. Okay. Okay, gut. Dann müssen die halt abgeschaltet werden. Damit sie halt wirklich als stillstehend gelten vielleicht. Und sonst beginnt halt die Reparatur nicht. Möglich. Sehr cool. Sehr cool. Finde ich echt klasse. Ja, vor allem, wenn das halt Sachen repariert, die du selbst nicht siehst, ist das mega. Ja. Das ist ja total toll. Okay, wir haben hier unser Ding gemacht, was wir machen wollten. Ja. Wir haben ein paar mehr aufgeschrieben, wir haben ein bisschen Satium besorgt. Und jetzt können wir auch wieder zurück. Ja, warte mal, ich will mal, kann ich das hier nicht weg? Scheiße, Ding. Jetzt schon wieder. Beschädige tatsächlich das Ding. Warum war's denn? Nee, Quatsch, den da. Nee, doch, den da. Hör doch mal auf. Was hast du gemacht? Ich habe versucht, diesen blöden Stein, der hier in der Luft schwebt, wegzukriegen. Ach so. Hä? Die heißen hier bei mir Hull. Die Hülle. Sind das andere Blöcke? Heißen die Blöcke? Die heißen doch normalerweise nicht Hüllenblöcke, oder? Willst du mich jetzt hier lassen? Hey, kommst du mal runter? Scherzkeks. Okay, dann lass uns zurück zum Planeten fliegen. Wir haben unsere Ziele erreicht. Okay. Denke mal jetzt schon, bist du sicher, dass alle jetzt auf Faction sind? Alle von den Minern? Ja. Okay. Gut. Ich musste sie gar nicht umstellen. Hm? Ich musste sie gar nicht umstellen. Du hast ja die Blöcke auf die Basis getrennt und ich habe die da draufgesetzt. Das heißt, das sind ein Teil der Basis. Nee. Ja. Also, meinst du jetzt die Turrets oder ich meinte jetzt die Miner? Ach so. Habe ich Turrets gesagt? Wenn ja, dann tut's mir leid. Nee, du hast Miner gesagt. Nee, das kann sein, dass das nicht der Fall ist. Er startet trotzdem. Okay. Wir kommen ja sowieso zusammen her. Ja, es ist unwahrscheinlich, dass wir einzeln auf so einen Weg gehen, ja.
Ja, gut. Das nächste Mal dann vielleicht noch ein Autominer neben unserer alten Ghost Rider Basis aufstellen. Auf das, Wir haben noch ein T1. genau, wo neben das Eisenvorkommen, weißt du? Ja, oh, guck mal, das ist die rote Wand. Sehr witzig. Tja, aber was die grüne Wand angeht, gab es noch keine Updates. Aber hey, immerhin, also wir spielen seit so kurzem und schon gibt es den ersten Wunsch, den ich mir gewünscht hatte, dass man auch im Weltall abbauen kann. Also ey, mega. Ich find's super. Ja, okay, hast recht. Wir spielen erst seit, lass es geschlagen, 10 Tage sein. Ja, Ja. es ist so finster. Ich habe so Aber viele Folgen. das, was wir hier produziert haben, reicht erstmal für 1,5 Monate. Länger. Was? Also, Ich bin nur keine ein. Sorge, lieber Zuschauer, das, was wir hier fabriziert haben, hast du noch lange nicht gesehen. Das Nee, dauert noch. nee. Oder wenn ihr das hier gesehen habt, dann gibt es mit Sicherheit schon wieder die nächsten 100 Folgen. Deswegen sage ich ja, lass uns mehr Folgen pro Tag rausbringen. Naja, wie gesagt, die Baufolge habe ich schon vor, parallel rauszubringen. Und ansonsten geht es halt darum, ich muss das ja auch alles rendern. Ich muss jetzt erstmal, ich hab ja erst die ersten 18 Folgen gerendert. Ich muss mir jetzt erstmal die Folgen von dir abholen. Dann muss ich das schneiden und rendern. Und es wird dauern. Ich meine, du kannst rechnen, pro Folge, ja, muss ich ungefähr eine Dreiviertelstunde rendern. Also pro halbe Stunde ist es so 45 bis eine Stunde rendern. Und also bei den halbe Stunde Folgen, vor allem wenn viele helle Farben sind und wir auf dem Planeten uns viel bewegt haben, Sind groß. dann muss ich echt 55 Minuten lang rendern für eine halbe Stunde Folge. Und also für die an den 18 Folgen letztens, ich glaube, da hat mein Computer, ich weiß nicht, irgendwie 16, 17 Stunden auf jeden Fall, glaube ich, gerendert. So, auch für den Zuschauer. Okay, Nein, bei mir sind wir gerade durch den Boden geflogen. wir sind in der Luft, wir fliegen auf die Basis zu. Auch für den Zuschauer mal interessant. Wir nehmen ja im Voraus auf. Der Sunny, der holt sich für mich immer meine Folgen ab, damit er sie auch zuschneiden kann. Und ich habe jetzt schon 140 GB, die er noch abholen darf. Oh ja. Und ich habe halt 140 GB bei mir drauf. Ach cool. Wir haben immer noch einen Schweif bei mir. Der geht hier quer durchs Schiff durch. Ja, das habe ich letztes Mal auch gehabt, habe ich dir auch erzählt, ne? Das sieht furchtbar aus, Alter. Ja. So, und lass uns noch was probieren. Und zwar machen wir hier, plopp, setz mal das Pferdschuh rein. Ich will wissen, ob der auch loslegt. Ja, Sekunde. Ich glaube nicht. Außerdem müssten wir das Ding ausmachen. Pass auf, ich werde mich ganz kurz mal, glaube ich, ausloggen, weil das nervt mega, dass das da brennt. Ob das Ding hier funktioniert, das seht ihr. Ach Wartet einen so, kleinen Moment. du kannst ja auch probieren, mit deinem Schiff ins Weltall zu fliegen, hier zurückzukommen oder zu laden. Aber ja, klar. Ja, ich kann auch einfach kurz rausgehen. Ich würde sagen, da wir jetzt sowieso eine 20-Minuten-Folge zusammen haben, heute mal ein bisschen pünktlicher Schluss machen. Machen wir an der Stelle jetzt einen kleinen Cut. Eine sonnige Verabschiedung in dieser Folge. Ob das mit dem Repair Bay auf diese Entfernung funktioniert, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und ciao, wünscht euch euer Sunny. Und natürlich auch der wild updatende, upgradende Heretic. Ja, genau. Bye bye. Tschö.